Samba. Das deutsche Meisterpaar Gerd und Helga Weißenberg aus Gütersloh hier die Form zu präsentieren, die sich die 10.000 Zuschauer erhoffen, um Weltmeister dieses Jahres zu werden. Das sind die großen Gegenspieler der Deutschen, Hiro Tada und Yogi Tori aus Tokio. Die Japaner tanzten sich ja in Tokio hinter dem englischen Paaren Fletcher und Maxwell Herman einen vielbeachteten dritten Platz bei der letzten Weltmeisterschaft. Ein wenig überraschend kamen die Australier in die Zwischenrunde, das Paar mit der Nummer 1, Robert und Talon Ritchie. Aber warum soll es bei einer solchen Weltmeisterschaft nicht auch einmal Überraschungen geben? Zweite Gruppe, Second Heat, Couples Number 2, Australien, 7, England, 11, Japan, 18, Norwegen, 24, Vereinigte Staaten von Amerika und 26, Deutschland. Ebenfalls. Damien und Percy Hall tanzen für Deutschland. Die Engländer, die jetzt in Deutschland leben, haben eine gute Form in der letzten Zeit gezeigt. Sie platzierten sich immer hinter den Weißenbergs und sie sind eine Bereicherung für den deutschen Tanzsport. Ob sie allerdings bei den Wertungsrichtern dann nachher genauso weit vorne landen werden wie beim Publikum, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Australien mit einem zweiten Paar in dieser Zwischenrunde mit Greg Smith und Marion Helene. Sie tanzen als Amateure in der Deutschlandhalle. Sie haben einen sehr, sehr guten Ruf. Sie sind Vielseitigkeitstänzer. Sie sind in allen lateinischen Disziplinen gleich stark, ähnlich wie Vernon Brock und Linda Dean, die weit nach vorn gekommen sind. Danke, thank you, Competitors. Danke, Paul Kuhn. Und nun bitte Hugo Strasser zum Cha-Cha-Cha, die erste Gruppe. First Heat, the Cha-Cha-Cha. Der Weltmeister tanzt hier in dieser Disziplin sehr, sehr stark, denn gerade im Cha-Cha-Cha haben die Fletchers, der amtierende Weltmeister, bei der letzten Weltmeisterschaft in Tokio zu überzeugen gewusst. Dieser Tanz der kleinen Schritte, gekreuzt vorwärts und rückwärts, aus denen sich eine Unmenge geschlossener und offener Figuren ableiten lassen, liegen diesem Paar aus London ganz besonders. Sie trainieren pro Tag zwischen 3 und 4 Stunden und dieser Trainingsfleiß, den ja auch die Deutschen, die hier gerade im Bild sind, an den Tag legen, könnte am Ende für ein knappes Ergebnis sorgen. Die 28-jährige Deutsche aus Gütersloh, die seit
5 Jahren mit ihrem Partner ja den deutschen Titel trägt, glaubte vor dieser Meisterschaft an ihre Chance. Sie ist eigentlich die temperamentvolle, diejenige, die gerade in den Lateindisziplinen ja durch Bewegungsabläufe für sehr viel Temperament sorgt. Dankeschön. Thank you, competitors. Wechseln bitte. Second beat. Zum Cha-Cha-Cha. Peter Maxwell und Lynn Herman, das Paar mit der Startnummer 7, muss ebenfalls zu den großen Favoriten gezählt werden. Sie haben sich in diesem Jahr große Duelle mit ihren Landsleuten, mit den Fletchers, geliefert. So wie man überhaupt sagen muss, dass ja die Engländer nach wie vor dominierend sind im Tanzsport. In den 20er Jahren begann man in England mit dem Gesellschaftstanz. Dann hatte man Anfang der 7 tief, aber das ist längst ausgeglichen. Heute ist man wieder ganz weit vorn. Das beweisen diese beiden aus England einmal mehr. Erstaunlich ist die Leistungssteigerung der Japaner. Miki und Momo Kezuka sind ähnlich weit nach vorn gekommen. In Japan hat der Tanzsport in den letzten 10 Jahren einen wahren Boom erlebt. Etwa 1,5 bis 2 Millionen Japaner tanzen im Land. Thank you, competitors. Danke aber auch Hugo Strasser. Und ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist an der Zeit. Die Leistungen, die wir hier sehen, wären überhaupt nicht möglich, wenn wir nicht zwei so hervorragende Orchester von der Weltruf heute bei uns hätten. Paul Kuhn mit dem B und Hugo Strasser aus München. Vielen herzlichen Dank, meine Herren. Fantastische Musik für die Paare. Paul Kuhn ist wieder dran mit der Rumba. Der Deutschlandtanne sehen, beherrschen diesen Tanz eigentlich fast bis zur Vollendung. Bei der Rumba ist der Grundschritt das Rumba-Quadrat. Die Rumba war ja ursprünglich der Tanz der kubanischen Plantagenarbeiter, aber die Standardvariationen sind der rechte und der linke kubanische Kreisel und die Solo-Drehungen der Dame. Und das wird hier in Vollendung demonstriert. Elegant sind auch die kurzen seitlichen Schrittsetzungen und die weichen Hüftbewegungen, die Weisenbergs ganz besonders gut beherrschen. Danke. Bitte zu wechseln. Second heat, please. Die Rumba.
Paare tanzen durchweg gut auf den Takt, sehr musikalisch. Sie setzen die Musik in Bewegung um. Die Bewegungen sind gleitend und damit tänzerisch fast vollendet. Hier werden es die Wertungsrichter sehr schwer haben, die Reihenfolge, das heißt die Qualifikation und die Wertungen richtig festzulegen. Beherrschen den Takt, den Grundrhythmus, die Körperlinien, den Bewegungsablauf und die rhythmische Gestaltung, genau wie die Weltmeister aus Großbritannien. Ja, das war die Rumba. Meine Damen und Herren, Strasser zum Passador. Pasodoble wird ja von vielen als der schönste lateinamerikanische Tanz angesehen. Er hat viel herausfordernde Dramatik. Die Figuren leiten sich ja vom spanischen Stierkampf ab. Und Sie können es selbst sehen, meine Damen und Herren. Ausfall, Attacke, Parade und vieles mehr ist bei diesem Tanz gefragt. Wie weit sich das Paar mit der Nummer 23, Vernon Brock und Linda Dean, nach vorn getanzt haben. Die Amerikaner haben in den letzten Jahren einen großen Sprung nach vorn gemacht. Sie bringen ganz neue Elemente in diesen Tanz ein und sie tanzen völlig unbekümmert. Sie wollen in die Weltspitze und das merkt man ihnen ganz deutlich an und das merken auch die sehr sachverständigen Zuschauer. Second Heat, ebenfalls zu Ihrem Passador. Erstaunlich, wie die Japaner mit dieser Tanzdisziplin zurechtkommen. Aber da sieht man wieder einmal, dass Turniertanzen nicht nur die Sache der Europäer, sondern in den letzten Jahren eine weltweite Sportart geworden ist. Das ist nicht nur Tanzsport, meine Damen und Herren, das ist Hochleistungssport. Und das Leistungsniveau bzw. die Leistungskriterien dieser Tänzer sind durchaus vergleichbar mit denen eines Eddy Merckx bei der Tour de France oder eines Dietrich Thurau. 4 bis 6 an Körpergewicht verlieren Paare während eines solchen Weltmeisterschaftsturnieres, worüber sich natürlich die Damen dann am allermeisten freuen. Thank you.
folgt der letzte Tanz des Semifinales. Jive, die erste Gruppe, First Heat. Bitte, Paul Kuhn. Dieser Tanz ist hergeleitet aus dem Modetanz der 50er Jahre, dem Rock'n'Roll. Allerdings sind bei diesem temperamentvollen Tanz die Hebefiguren verboten, so wie bei allen anderen lateinamerikanischen Tänzen natürlich auch. Tanz, so sagt man, tanzt Helga Weisenberg am liebsten. Hier hat man manchmal den Eindruck, als ob Gerd Weisenberg Schwierigkeiten hätte, seine temperamentvolle Ehefrau richtig unter Kontrolle zu halten. Die Amerikaner beherrschen diesen Tanz, wie man sieht. Nun, eins muss man feststellen nach diesem Semifinale, es gibt hier kaum Unterschiede zwischen diesen 12 Paaren. Ja, verabschieden wir uns von einigen Paaren, die wir nicht wiedersehen. Aber wir sehen noch die zweite Gruppe mit ihrem Jive Second Team, please. Das ist das Paar aus Norwegen, Espen und Kirsten Salberg. Die Nordländer erhoffen sich natürlich, dass sie hier eine Runde weiterkommen. Sie haben auch hier in Berlin einen großen Namen. Sie waren Weltmeister bei den Amateuren und sie sind das stärkste norwegische Paar und auf allen Turnieren weltweit zu Hause. Damian und Pötzi Hall wollen ebenfalls, wie die Weisenbergs, ins Finale. Aber das wird sicherlich schwer. Aber vielleicht haben sie die oft in einer Finalrunde drin und auch wieder einmal draußen sind, heute Abend hier in der Deutschlandhalle Glück.